Willkommen zurück auf Pandora, willkommen zurück zum genüsslichen Gemetzel. Auch wenn es die letzten beiden Folgen eher ich war, der hier gemetzelt wurde. Aber ja, na, muss halt auch wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben hier... ich bin hier in der falschen Richtung unterwegs. Ja, wir nähern uns... dem Ende, möchte ich sagen. Denn wir sind jetzt auf der Suche nach Commander's Deal. Wir haben das Echo-Netzwerk wieder aktiviert und haben jetzt hier diese Stätte gefunden. Offensichtlich. Ja, Alien-Einfluss noch und welcher. So wie es scheint, eine Ausgrabungsstätte, haben wir uns hier schon ein bisschen durchgekämpft. Und sind aber hier vorne dann doch gestorben. Ja. Haben uns also nicht allzu wacker geschlagen. Eggshot, ja follow. Funktioniert doch, ist doch schön. Ja. Und, Inventory voll. Das Einzige, was wir hier mitnehmen können, ist Munition. Und, zack, da entschärfen wir mal die Sachen. Oh, ja. Ich komme halt und werde wahrscheinlich für eine gewisse Zeit, fürchte ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht an einem Automaten vorbeikommen. Oh ja, yeah, hier geht's wieder, ne? One way. Es geht abwärts. Wie auf YouTube, könnte man sagen. No. Der Satz stimmt eigentlich immer und entschuldigt ein bisschen, dass ich so ein bisschen schniefe. Ich hoffe, es ist da keine Erkältung im Anzug, aber ist einfach mal so ein bisschen so die Nase dicht. Iridian Promontory. Okay. Oh, hier. Kann ich erstmal die alten Krempel alles verscheuern. Was wir hier so gefunden haben. Ja, die Iridienwaffen. Eine Kanone können wir verscheuern, ne? Haben wir Platz im Inventar. So, die Repeater. Der ist ja nicht uninteressant. Feuerstoßanzahl. Der haut seine Muni garantiert sehr schnell raus. Ja. Nahkampfschaden. 92, 118. Da ist... Also obwohl der Nasty Swatter teurer ist, finde ich den Vile Rage irgendwie besser. Deswegen behalten wir den auch. Ja. So, den Revolver Bloody Justice, den... Oh, 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 400 Schaden. Wieso ist der dann 21.000 wert? 184 Schaden? Okay, gegen Schilde und Schockschaden macht er zusätzlich. Und der hat halt nur 2 Schuss, bevor er nachladet. Lädt besonders schnell nach. Okay, Zielgenauigkeit. Sehr hoher Elementareffekt. Schockschaden. Hat natürlich was, ne? Tauschen wir, verkaufen wir uns dann auch mal den Bloody Justice. Auch die einfache Gerechtigkeit Justice verkaufen wir. Terrible Shotgun verscheuern wir auch. Dann haben wir hier die Lightning SMG, auch mit Schockschaden. Die wir behalten. Sniper. Verkaufen wir auch beide. Und dann haben wir den Krempel, den wir ausgerüstet haben. Und dann haben wir hier noch... Granatenmods, ne? Bis auf die Säure Longbow. Verscheuern wir mal alles. Schilde können wir auch alle verkaufen. Meine Güte, habe ich da Krempel. Aufgesammelt. So, und? Jo, ne? Eins? Mehrere, mein Freund. Mehrere. Oh, ich werde mich hier mal richtig eindecken.
denn wir sind jetzt auf dem, ja, langen letzten Teilstück. Oh, was sich ziehen wird. Und wo ich auf lange Strecken keine Verkaufsautomaten habe. Das heißt, ich werde hier nicht allzu viel Krempel einsammeln können. Natürlich Munition immer, ne? Aber so, kommst du mir zu nah, nehme ich die Pumpe. So. Bist du weit weg? Versuche ich es mal mit dem Raketenwerfer. So. Oder? Jawohl, snipern wir mal. Müssen wir auch aufpassen. So, mal nachladen. Komm her, Bursche. War nicht besonders wirksam. Greifen mal zur Pumpe. Na, auch nicht. Und gelbe vom Ei. Okay. Also da scheint dann unsere Assault Rifle doch das Beste zu sein. So, wer schießt hier noch rum? Ah, da vorne. Ah! So. Okay. Jawohl. So liebe ich mein Sturmgewehr. So. Okay. Ja, bist du zu weit weg? Sieht so aus. So, müssen wir unseren Dieboschen erstmal ein bisschen näher rantasten. Auch noch zu weit weg. Okay. Cool. Hör mal auf, dich zu bewegen. Ich will dich treffen. Hinhalten. So, das gibt dann kritische Treffer. So, der erste ist weg. Und den zweiten haben wir auch zerlegt. Upp, und dann sollten wir uns mal ein bisschen hier Deckung suchen. Zack, mal nachladen. Ein bisschen Lugi-Lugi machen. Na, sag mal. Warum treffe ich dich denn nicht? Jetzt hat aber. So. Komm und ich auch gleich. Na? Ja, voilà. Dann schauen wir mal weiter hier. Okay, das hat doch geklappt. Ja, einmal. Ja, in den Rücken ist nicht ganz fein, aber wenn er gerade mit dem anderen Burschen beschäftigt ist. Oh, danke, dass du den für mich umgebracht hast. Okay. Das sieht ja soweit ganz gut aus. So.
Wir haben aber noch einen langen Weg vor uns. Ja, und es wird kein leichter sein. Das kann ich euch schon versichern. Ja. Na, wo ist er? Na, wird warm, ne? Ich interpretiere das als ein Ja. Außerirdischer? Okay, den scheinen die Typen hier auseinandergenommen zu haben. Zuvorkommenderweise. Oh yeah. Drei auf einen ist ein bisschen viel, finde ich, ne? Gucken und schön in Bewegung bleiben. Oh, dann mal gucken, dass wir da so einen nach dem anderen ausschalten können. Zum Beispiel dich. So. Warten, bis der Schild wieder auflädt. Ja. Okay. Oh, kleinen Schluck. Medikit hier. Aua. Oh. Ja, sag mal. Meister aller Klassen, der sieht ja mal wieder aus. Nicht gut aus. So. Warten wir erstmal wieder, bis der Schild aufgeladen ist. So. Ach nee, ey, diese Mistviecher. Keine Deckung. Ja, nee, ey, kaum ist die Deckung und schon... Und ballern die auf dich. So. Ah, toll. Ah, das ist natürlich... Und ich kann nicht zoomen und deswegen treffe ich natürlich nichts hier. Ah, meh. Ja. Aber ich glaube, das wird uns nicht... nicht das erste und einzige Mal passieren. Vorteil ist natürlich, wir können Krempel verkaufen. Na? Von dem Zeug, was wir hier bisschen aufgesammelt haben. Die Kids haben wir jede Menge dabei. Okay, sehr schön. Ach ja, also machen wir uns wieder auf den Weg. So, renne, renne, renne. Nee, haben wir hier nichts mitzunehmen. Okay. Aber die Munitionskiste, die habe ich doch glatt übersehen. Na sowas. Ja, und das finde ich an diesem letzten Level, das zieht sich hier einfach. Ja, da war diesen einfach langgestreckten Schlauch, diesen Weg, wo man immer dann vor und zurück muss und ja.
Das zieht für mich das Ende so ein bisschen. Oh. Weißt du was? Genau. Mal sehen, können wir berserkern. Der letzte, den müssen wir auch noch wegkriegen hier. Aber wir haben immer die Pumpe und... Jawollo. Schwein gehabt. So knapp möchte ich das eigentlich nicht, ne? Zack, Medikit hier erstmal zu Gemüte geführt. Alter Schwede. Ah, also wirklich hier so die... brachial durchgegrindet. Ah, so wie man eigentlich... Eigentlich sollte das ein bisschen anders laufen. Ne? Wissen wir alle. Wissen wir alle. Ne? Aber läuft halt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Ja. Einer ist weg. Dann da ist der andere. Wieso hast du Angst vor mir, Bursche? Ja? Ach, der will mich an die anderen ranlocken. Nicht mit dir. Zwar aus der Entfernung ein bisschen mehr. So, vernebeln wir ihm erstmal ein bisschen die Sicht hier. Ne? Dann schauen wir mal, kriegen wir ihn. Jawoll, haben wir ihn. Hier da oben. Wollo, dich könnte ich auch erwischen. Na komm, einer noch. Jawohl. Waren dann die Kollegen schon dran? Okay. So, ihr wisst ja, Kollege kommt gleich und draußen nur Kännchen. Okay, ich höre einen schreien, der wird bald gar. So, hier haben wir hier oben aufgeräumt. Oh, keine Munikiste, keine Munikiste. Doch, hier haben wir eine Silvesterkiste. Schön viel Knallzeug drin. Oh, nehmen wir mit. Oh, und Muni. Brauchen wir reichlich. Und werden wir auch noch reichlich brauchen. Na? No? Sehr alle. Oh, komm, dich nehmen wir auch noch mit. Lass mal nicht rumliegen. Ach, und? Schön. Schon was für die Gesundheit getan. Komm, wir ziehen uns mal noch ein Medikit rein hier. Na? No? Denn ich weiß, ich werde es brauchen. No? Vor allen Dingen, wenn ich die Typen hier so übersehe. Die sind da so einfach stehen. Oh, Jungs. Du siehst aus, als ob du pinkelst, ey. Ja, mit dem Lichtstrahl da. So. Abmontiert. Okay.
Und du bist auch erledigt. Sehr gut. Ach ja, wir haben noch einen Weg vor uns, Leute. Ja, bis... Aber... Bleib stehen, dann kann ich dich auch treffen. Ah. So. Und für dich da hinten. Jawollo, haben wir auch was. Na, da ist noch so ein Fliegelmann. Halt still. Genau. Oh, lächeln brauchst du nicht. Stillhalten reicht. Dann kommen wir schon gut miteinander aus. Oh. Was haben wir hier Schönes? Oh, dein Weihnachtskiste. Oh. Was haben wir denn Schönes? Ein Raketenwerfer. Oh ja, nehmen wir mit. Raketenmunition und Granaten. Okay. Ja. Könnte fast ein Spaziergang sein. Und wieder immer wieder so. Nee. Da kommt ein, kriegst du noch. Einen musst du noch schlucken. Ist ja gut, wenn ihr mit etwas anderem beschäftigt seid. Hier voll auch einer. Und so, schleichen wir, versuchen wir uns mal nach da oben ein bisschen zu schleichen, denn das sieht so aus, als ob wir hier. Ach, beweg dich, beweg dich, beweg dich. So. Okay, der ist erledigt. So. Hier ist so viel los, ich krieg gar nicht richtig mit, was alles los ist. So. Wollen wir die Jungs mal da unten ein bisschen einheizen? Rechts antäuschen und links bescheißen. Ja. Das tut mir ja fast leid, dass ich dich nicht treffe. Und da machst du auch noch so eine Scheiße. Baust dir dein Geschütz auf. Eieieiei. So, nochmal wieder. Lager. Und wieder welche von diesen fliegenden Wächtern. So, einer weniger. Die richten ja erfreulicherweise nicht allzu viel Schaden an. Ups. Jetzt wird's schwierig. Ohne. So. So. Die sind halt doch am besten mit der Sniper-Rifle zu killen. Nee, das ist jetzt ein bisschen... Nägen. Oh.
sehr schön, wenn die abgelenkt sind. Ja, Follower haben wir doch noch erwischt. Viel hat es für den auch nicht gebraucht. Weißt du was, in deiner dicken Rüstung heizen wir dir mal ein. Ja komm, ich nehme auch mit. Oh, und auch den Burschen heizen wir mal ein. Ah, hat jemand von euch Sniper-Rifle-Munition dabei? Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja was in den Kisten. Ja, ein bisschen was vielleicht. Ja, kleine. So eine oder andere Streifen. Gut. Ah, Weihnachtskiste. Sehr schön. Nehmen wir mit. Oh, und ich glaube, ich nehme einfach mal hier. Ja, Raketenwaffe. Wir haben auch noch Munition brauchen. Richtig. Ich nehme jetzt einfach mal hier mal hintereinander weg auf oder mache ich gleich nochmal eine Pause, dass ich cutte. Eventuell auch später. Aber na Bursche, kriege ich dich schon? Kriege ich dich von hier aus? Schön stramm stehen, jawohl. Das war nix. Ich habe ja nicht allzu viel Munition für die Scharfschützengewehr. Deswegen muss ich da ein bisschen so sehen, dass ich das effektiv einsetze. Nämlich möglichst so zwei Schuss. Sollten für so einen Burschen reichen. Klappt ja soweit. So. So, damit wieder zurück zu dir, Freund Hein. Ja? Okay. Ha, gut. Speicherpunkt hier auch erreicht. Deswegen, jo, mache ich hier mal Ende dieser Folge. Nehmen aber gleich weiter auf. Wir sehen uns dann hoffentlich also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfiehlt mich weiter. Andersrum. Wie auch immer. No? Ihr wisst schon Bescheid. Bis dann.